BMW iX1 und BMW iX2 unterscheiden sich nicht nur von der Optik her, sondern karosseriebedingt auch im Platz. Und wie das genau aussieht, wo ihr wie viel Platz habt und vielleicht wo es im iX1 hinten ein bisschen eng wird, das schauen wir uns in einem kurzen, knackigen Video an. Deswegen wollen wir nicht viel quatschen, sondern wir legen los. Willkommen bei iX1 Drive. Zunächst habe ich erstmal im iX1 Platz genommen. Ihr kennt das Auto schon von den Videos, die wir bis jetzt hier auf dem Kanal schon hatten. Und ihr seht, das Raumgefühl ist SUV-bedingt natürlich schön groß. Ich habe den Sitz auf mich eingestellt. Ich bin 1,78 groß und ich habe hier ja anderthalb Fäuste, nicht ganz zwei Fäuste. Wenn ich ein bisschen drücke, sind es zwei, nicht ganz zwei Fäuste Platz nach oben und natürlich auch hier nach vorne ist Platz, wenn wir die Blende runter machen. Hier hat eine große Sicht und viel Platz und auch so das Raumgefühl ist halt, wie es beim SUV ist, ziemlich groß und sehr geräumig. Jetzt gehen wir mal in den iX2 und schauen, wie es da ist im Vergleich. iX2 und ihr seht es schon, wenn ihr hier das natürlich die Form bedingt euch anschaut, ist es natürlich etwas enger hier drin. Das ist ein sportliches Gefühl. Ich finde, es ist ein sportliches Gefühl, aber für manche ist es vielleicht auch ein bisschen zu eng. Wenn wir hier natürlich erstmal nach oben schauen, hier ist eine Faust und dann ist Feierabend. Deutlich geringer die Höhe und natürlich auch die Frontscheibe ist kleiner, sie ist tiefer. Wenn ich hier die Sonnenblende, muss ich hier ganz nach oben, also muss ich wirklich nach oben klappen, damit ich hier auch vernünftig gucken kann. Wenn ich sie so runterklappe, sehe ich nichts mehr. Ja, das müsst ihr wissen. Wer groß ist, muss entweder sehr tief sitzen. Ich habe den Sitz hier auf mich eingestellt. Ich sitze sehr gern sehr hoch. Könnte natürlich auch eine ganze Reihe noch nach unten gehen. Wir gucken uns das mal an. Senken wir jetzt den Sitz mal wirklich ganz nach unten, damit ihr das auch einmal sehen könnt. Es ist schon sehr tief. Also jetzt kann ich nach vorne wirklich nur noch mit Anstrengung rausgucken. Für mich wäre es jetzt nicht, aber wenn ihr groß seid, dann habt ihr jetzt fast zwei Fäuste. Also ganz nach unten gefahren. Das ist so, wie ich im iX1 gesessen habe. In meiner Sitzeinstellung fast ganz nach oben. Und hier sitze ich dann aber wirklich sehr tief, muss man sagen. Man kann über die Front kaum rüber gucken. Dafür habt ihr dann aber die Frontkamera, wenn er sie mit konfiguriert, im großen Parking-System ist die Frontkamera mit drin, dass ihr dann bei Schwierigkeiten natürlich die auch einstellen könnt über das Menü, über einfachen Druck auf die Parksensoren, dann kann man das aussuchen. Also es ist schon Platz. Wenn ihr hoch sitzt und groß seid, gerne hoch sitzt und groß seid, dann habt ihr ein Problem. Ansonsten ist hier schon Platz, wenn ihr einfach den Sitz ein bisschen tiefer stellt. Ihr seht es, hier auch zwei Fäuste im iX2. Ja, das Raumgefühl, nochmal ein kurzer Einschub beim iX1 und iX2. Mir gefällt beides. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat ja auch hier der Platz nach oben gefallen. Ihr seht es hier, hier ist auch nochmal so eine Mulde drin. Das hat mir auch gut gefallen. Passt auch zu dem Auto, zum iX1 als SUV, als klassischer SUV mit der klassischen SUV-Form. Aber im iX2 habe ich diese Sportlichkeit ja von außen und ich habe diese Sportlichkeit auch von innen, denn ich habe eine kleinere Frontscheibe, ich habe eine tiefere Karosserie an sich und das ist ein engeres Gefühl. Das mag nicht jeder. Ich finde es wirklich gut, weil es gibt mir auch im Innenraum das sportliche Gefühl, das Gefühl, in einem Sportwagen zu sitzen, obwohl ich in einem SUV sitze, auch wenn es ein SUV-Coupé ist. Finde ich, sehr angenehm. Platz genommen im iX1 auf der Rückbank und ja, das ist der große Vorteil des Elektroautos. Hier ist eine Menge Platz, der Sitz vorne ist auf mich eingestellt und ihr seht es hier, also wenn ich hier mal in die Mitte gehe, habe ich zwei Fäuste, hier an der Seite eigentlich auch zwei Fäuste. Ich kann die Füße hier drunter unter den Sitz schieben komplett. Habe also hier die Fußgarage, habe hier auch eine super Auflagefläche. Das heißt, ich muss nicht irgendwie hier beengt sitzen, dass die Beine irgendwie hier aufgestellt sind und das unbequem wird nach einer Weile. Ich habe hier nach oben, auch hier, naja, vielleicht ist es eine Faust und nochmal ein Finger ist noch Platz. Genau, eine Faust, ein Finger ist Platz nach oben. Nach hinten ist eine Menge Platz noch. Also ich kann mich auch hier bequem hier hinsetzen, ohne Probleme und habe hier ein riesen Raumgefühl und jede Menge Platz im iX1. iX2, der Rückraum. Ja, es ist
nach oben hin, auch hier natürlich, Dachlinie fällt dann hinten coupéartig natürlich ab hier und deswegen ist es hier auch enger. Ich bin, wie gesagt, 1,78 groß, eine Faust kriege ich nicht mehr zwischen, ich kriege ja zwei, drei Finger kriege ich zwischen, ganz bequem. Und ich kann auch hier die Füße natürlich in die Fußgarage stellen. Ich kann hier die komplett durchstellen und habe hier auch ein bisschen weniger, vom Gefühl her, ein bisschen weniger Platz, was die Beinauflage angeht. Da war im IX2 im IX1 ein bisschen mehr Platz. Aber es ist nicht unbequem. Wenn ich mich aber auch hinlümmel, das kann ich hier machen. Der Sitz ist, wie gesagt, bei 1,78 auf mich eingestellt. Kann ich mich hier hinlümmeln, kann die Beine hier auch trotzdem noch einigermaßen drunter machen. Jetzt stoße ich aber hier vorn dann auch schon gegen. Und habe hier immer noch jetzt hier eine Faustplatz, weil es ist hier etwas, ihr seht es vielleicht nicht so gut bei dem schwarzen Dachhimmel, aber es ist hier eine Mulde drin. In der Mitte geht's hier einmal hoch, aber hier ist eine Mulde für den Kopf. Kann man schlecht sehen, aber man sieht es hier, wenn ich die Faust runterhalte. Hier habe ich jetzt eine Faustplatz, wenn ich mich so ein bisschen hinlümmel, habe dann aber auch hier die Nackenstütze gut und kann gut sitzen. Aber ihr solltet, weil es natürlich am Hinterkopf hier auch weitergeht, hier sind noch zwei Finger Platz. Wenn ihr also größer seid als 1,78, dann wird es hinten ein Problem. Ihr solltet, also wenn ihr öfter Mitfahrer habt, die 1,78 überschreiten, 1,80 ungefähr oder größer als 1,80 sind, dann kann es ein Problem werden. Dann solltet ihr euch echt überlegen, ob ihr das Auto dann als richtiges Fahrzeug habt oder ob das die richtige Wahl ist. Denn die Sitze kann man natürlich nicht wie vorne runterstellen. Da ist dann einfach Feierabend und Menschen, die größer als 1,80 sind, können hier vielleicht mal mitfahren für eine kurze Strecke, aber auf keinen Fall eine längere Zeit, weil dann sitzt man hier echt gedrungen. Für den Kofferraumvergleich habe ich mich mal mit Zollstock und Maßband bewaffnet und dann schauen wir uns mal an. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, was so reinpasst, aber wir wollen es nochmal euch im Vergleich zeigen. Deshalb jetzt zuerst IX1. Wir gucken mal, was die Breite und die Länge angeht. Und wenn wir hier einmal drauf gucken, haben wir hier natürlich eine fast ebene Ladefläche. Wir haben eine ganz kleine Kante, die ist maximal 2 cm hoch, aber fast keine Ladekante. Und dann schauen wir mal, was es hier an der Breite ist. Dafür nehmen wir das Maßband, damit wir das auch schön zeigen können. Ich messe jetzt mal wirklich nur den Innenboden. Der ist genau 1 Meter. Wenn ihr das hier sehen wollt, es ist genau 1 Meter von Kante zu Kante. Ich habe die an der Seite nur ein bisschen, aber hier hinten ist es tatsächlich genau 1 Meter Platz. Und dann schauen wir auch noch mal, was die Länge angeht. Ohne umgeklappte Rücksitzbank sind es hier, ja, 88 Zentimeter sind es hier. Kofferraum des BMW iX2 etwas größer als beim iX1. Ich schreibe euch die Daten nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall haben wir hier 5 cm längeres Fahrzeug, 4,55 m, das weiß ich noch. Und wir haben hier mehr Kofferraumvolumen. Und das ist nicht bedingt durch die 5 cm nur allein, sondern wenn wir hier mal gucken, wir haben hier eine richtige Ladekante. Ja, also die ist schon ein paar Zentimeter hoch, die Ladekante. Das seht ihr hier eine Handbreit auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir hier ähnliche Maße. Würde ich mal davon ausgehen. Wir schauen mal nach, ob die Breite auch bei 1 Meter ist oder ob es hier länger geworden ist. Glaube ich nicht, dass das Auto breiter ist. Nein, auch 1 Meter haben wir hier mit Maßband gemessen. Die Breite und die Länge ohne umgeklapptes haben wir hier bei 1,92 m. Das heißt, das sind ein paar Zentimeter mehr. Wir hatten drüben in die 80, in die mehr als fast 90 Zentimeter. Hier haben wir 92. Das heißt, da sind schon mal paar Zentimeter hingewachsen und jetzt gucken wir noch mal, wenn wir die Sitze umgeklappt haben, ob wir da auch noch mehr Platz haben. Bei der Rücksitzbank, das hatten wir euch in dem Video zum Platz schon mal gezeigt, muss man hier nach vorne gehen und die Schlaufen ziehen, um die Rücksitzbank hier umzuklappen. Es geht also nicht von hinten. Das ist den Premium-Modellen vorbehalten, aber nicht der Einstiegsvarianten. Ihr habt hier drei Schlaufen und dann haben wir hier eine relativ ebene Fläche. Es geht ein bisschen nach oben, es steigt also ein bisschen an. Und jetzt werden wir mal den Zollstock bemühen und schauen, wie viel Platz wir bis nach hinten haben. Wir gehen mal vom Sitz aus bei mir, der ist auf mich eingestellt. Und wir haben, wenn wir es ganz gerade machen, eine Länge von 1,73, 1,74 ungefähr. Also ihr könnt davon ausgehen, 1,70 m habt ihr auf jeden Fall nach hinten Platz. Wenn ich hier mal ein bisschen Luft lasse, sind es noch 1,70 m.
ihr hier ganz locker Platz habt. Und hier das Besondere natürlich beim iX1, das messen wir auch nochmal, ist natürlich die Höhe. Denn bei der SUV-Form, bei der ganz normalen, habt ihr hier natürlich Platz nach oben. Wir gehen mal von hier, wo das Dach, es geht hier ein bisschen runter das Dach. Und wir gehen mal an der tiefsten Stelle vom Dach hinten aus und wir haben 74 cm nach oben Platz. Und das reicht mit der Höhe zusammen von 74 cm, die ich hier gemessen habe, reicht locker für eine Hundebox. Und auch natürlich die Form, die wir hier beim SUV haben, beim iX1, nach hinten glatt die Scheibe, die geht gerade nach unten. Das heißt, die Sonneneinstrahlung ist geringer. Gerade, ich habe das viel in den Kommentaren gelesen, dass ihr mit Hunden unterwegs seid. Also da ist der iX1 auf jeden Fall die richtige Wahl, denn die Sonne strahlt nicht so rein. Hier ist eine Menge Platz, Hundebox oder auch so Platz, dass der Hund sich reinlegen kann. Umgeklappt haben wir es jetzt schon. Es ist genau die gleiche Technik wie im iX1. Man zieht an den Schlaufen und hat die Rücksitze umgeklappt. Wir haben auch hier leicht ansteigend den Ladeboden, aber keine richtige Kante hier drin. Also ihr könnt es durchladen. Und der Sitz ist wieder auf mich eingestellt. Und dann schauen wir mal, wie die Länge hier sich gestaltet. Zollstock ist parat. Sitz ist auf mich eingestellt. Und wir haben auch hier 1,74 Meter, 75. Also wenn wir wieder ein bisschen Platz lassen, ich lasse ein bisschen Platz, dann haben wir knapp über 1,72. Das heißt, die 3 cm vorhin nicht umgeklappt und nochmal 2 cm bei umgeklappt mehr sind 5 cm, die das Auto auch länger ist. Passt also genau, auch rechnerisch. Und hier ist allerdings das Problem und das werden wir uns gleich nochmal anschauen, wenn ich mein Maßband hier dabei habe. Werden wir hier nochmal anschauen, wie es sich hier nach oben gestaltet, denn das wird schwierig. Hier sind 69 cm Platz an der höchsten Stelle vom Kofferraum noch, wo es hier hinten abfällt. Es wird nach hinten garantiert noch weniger werden. Hier sind es schon nur noch 68 cm. Also es geht wirklich nach hinten runter und deswegen Hundebox wird relativ schwierig, wenn ihr einen kleinen Hund habt vielleicht, aber bei einem größeren Hund, der dann auch in so einer Box dann transportiert werden muss oder auch anderen sperrigen Sachen, längs ja, also in der Länge kein Problem, aber in der Höhe könnte es irgendwann problematisch werden. Das war also der Platzvergleich beim iX1 und beim iX2. Ihr seht, es macht ein bisschen den Unterschied natürlich diese Coupé-Form und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst uns drüber reden. Wie sieht's aus? Gefällt euch der von der Optik und von den Platzverhältnissen her der iX1 besser oder habt ihr im Alltag Sachen, die ihr dann dementsprechend für den iX1 sprechen? Oder ist für euch der iX2 das richtige Auto, weil ihr keine großen Passagiere dabei habt, weil ihr keine sperrigen Sachen transportieren müsst? Was haltet ihr davon? Sagt auch gerne nochmal was zur Optik. Ihr seht es, ihr habt das von vorne und von hinten gesehen. Wir diskutieren wie immer gern drüber und dann sehen wir uns bald beim nächsten Video wieder. Der Hübsche hier, der geht jetzt weg. Das war also das letzte Video, wo ihr ihn auch nochmal gesehen habt. Und dann sind wir mit dem iX2 unterwegs. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.